Hallo, hallo, hallo. Ja, jetzt konnte ich es mir nicht mehr verkneifen. Jetzt fange ich auch mal so an und... Nein, nein, keine Sorge, es wird nicht zur Gewohnheit. Okay. Ja. Grüße, Genosse. So, wir haben im letzten Teil, also, wenn ich nochmal so kurz überlege, weil das ist wieder ein Tag her. Genau, wir haben die Katze gewonnen, die Frisbee und... Da ist ein lächelnder Bürger drauf abgebildet. Ja, okay. Ach so, genau, wir können ja in den Zoo gehen, genau. Weil wir haben ja unsere Zoo-Eintrittskarte bekommen. Grüße, oh, Bürger! Halt doch das Maul. Hier ist mal wieder euer aller Freund Omnibrain aus dem Omni-Paradies, wo die Sonne... Ticket bitte, Bürger. Ich hab keins. Ohne Eintrittskarte keinen Eintritt. Och, komm schon, ich möchte so gerne rein. Tut mir leid, Bürger. Nur mit Ticket. Wo bekomme ich denn eins? Diese Information ist im Moment nicht freigegeben. Oh, danke. Sehr hilfreich. Aber wir haben noch ein Ticket gewonnen, oder nicht? Grüße, Genosse. Wir haben noch eins bei diesem Hyper, Cyber, Mega, Challenge. Hä? Hallo? Buch von Dolores. Wir haben das doch gewonnen. Hä? Jetzt bin ich ein wenig überfragt. Hm. Vielleicht müssen wir das auch noch abholen gehen. Achso, hier ist ja der Arkadeneingang. Stimmt ja. So. Mir geht's schon ein bisschen besser. Man gewöhnt sich dran. Ich hab gewonnen, oder? Und ob, Mann. Hier ist die Freikarte. Okay. Kann ich noch mal? Kann ich noch mal auf das virtuelle Dings da? Nicht mehr, Kumpel. Du hast den Preis doch schon eingesackt. Och komm, nur noch ein einziges Mal. Entspann dich, Mann. Übertreiben ist ungesund. Guck mich an. Ich weiß Bescheid. Okay, ich meine, du bist der Experte. Ich musste sogar in Behandlung, Mann. Ach was. Kann ich ihm auf jeden Fall glauben, ja? Na gut. War nett, mit dir zu reden. Bleib cool, Mann. So, dann haben wir doch unsere Eintrittskarte. Oh mein Gott. So, ja, mal schauen. Gehen wir jetzt halt in den Zoo. Ticket, Bürger, bitte. Ach nein, Ticket, bitte, Bürger. Oh Gott. Ticket, bitte, Bürger. Ticket, bitte, Bürger. Bitteschön. Die Karte ist für den ganzen Orbit gültig. Dein Netzhautscan wird gespeichert, damit du hineinkommst. So, jetzt sehen wir hier Ausstellungsstücke. Ich kenne sie nicht alle, viele sind wahrscheinlich Anspielungen, den hier kenne ich zum Beispiel gar nicht. Ich kann dieses Steuerungspanel benutzen, um mehr über die ausgestellten Wesen zu erfahren. Ja, dann benutzt das Steuerungspanel. Dieses Exemplar eines Mongrel-Betiser-Hybriden wurde zu Beginn des zweiten Omnibrain-Zeitalters eingefangen, als man es in freier Wildbahn in einem der weit entfernten Systeme von Sektor 9 entdeckte. Nachdem man sie gezähmt hatte, wurde diese Rasse zur Sternzeit 1240912 in die Gemeinde eingegliedert und hat dem Konzern seitdem vor allem mit ihren technischen Fähigkeiten treu gedient. Ja, Sektor 9, das ist übrigens direkt in der Nähe von Sektor 7G. Der ein oder andere würden kennen. Da haben wir einen Turi. Da. Schön hier drin, nicht? Ah, Maxel Gelnhiel! Ah, bist du nicht von hier? Haha, nein, komme von anderen Planeten, zu kennenlernen. Will Freunde, ja? Was immer du sagst. Bitte mach ein Foto, bitte. Bitte? So. Bitte mich ablichten. Du willst, dass ich ein Bild mache? Ja, Bild mache. Ja, im Hintergrund bitte die... Lote-Knopf drücken. Im Hintergrund die Vogelscheuche. So, und hier müssen wir uns ein wenig... Also wir müssen erstmal den Blitz ganz hochstellen. Damit er geblendet wird, der Kerl. Das weiß ich nämlich auch noch. Weil ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass man dieses Foto nur ein einziges Mal machen kann. Ja, im Hintergrund halt die Vogelscheuche. Und wir drücken den Schalter. So, er ist geblendet.
Und jetzt schnell weg hier. Und nimm, da rechts ist auch noch unsere Puppe mit der Lederjacke. So, schnell raus. Mehr gibt's ja auch gar nicht zu sehen. Mehr brauchen wir auch nicht. Weil wir haben alles, was wir... Ja. Das war ein bisschen gemein. Aber schließlich ist es für eine gute Sache, nicht wahr? Ganz klar. So, wir haben ja auch Credits. Haben wir jetzt eigentlich Credits? Fällt mir gerade ein. Grüße, Genosse. Nö, wir haben... Moment. Das kann ich nicht benutzen. Okay, das kannst du natürlich nicht benutzen. Wir brauchen einen Credit. Für eine Zeitung. Brandneue Metro-News! Vielleicht können wir uns einfach einen nehmen. Hey, Bürger, wie wär's, wenn du die Zeitung kaufst, bevor du sie liest? Sonst leg sie wieder weg. Okay. Hol dir deine neue Metro! Grüße, Genosse. Hier seht ihr es, unsere neue Zeitung. Wir benutzen die jetzt mal. Ich sagte, kaufen oder weglegen. Okay. Metro News! Okay, dann lassen wir sie halt. Bürger, bist du taub oder was? Entweder du bezahlst die Zeitung oder du legst sie zurück auf den Stapel. Ich tu besser, was er sagt. Ja, irgendwie brauchen wir nämlich ein Foto von uns. Ich brauche im Moment keine erhöhte Aufmerksamkeit. Metro News! Ja, genau. News! Okay. Gehen wir nochmal zum Dings hier Bums, zum Ministerium da hinten. Also nicht Ministerium, aber zum... Hier zum Molly, die wahrscheinlich immer noch in der Mittagspause sein wird. Ach, wer weiß. Jedenfalls haben wir keine Lederjacke an. Vielleicht können wir auch zum Chef nochmal rein. Achtung, Bürger! Ja, Molly. Okay. Molly. Was? Wo bist du, Molly? Kaffee-Omno-Tasse. Gegen. Molly! Ja, Sir? Einen Kaffee-Omno, ja? Sofort, Sir. Und stark, bitte. Ich hatte einen ziemlich schlechten Orbit. Natürlich, Sir. Gut. Das wird ihn lehren, mich durch eine Röhre zu saugen. Gehen wir mal zu ihm hoch. Du hast dich nicht besonders verändert. Molly! Gut, er lässt uns noch nicht hoch. Wo bist du, Molly? Ja, der Chef mit Notstand, wie man ihn kennt. Gehen jetzt mal hoch zur Dings. Stelle hier. Aussichtsturm, genau. Stelle hier. Was wollte ich denn? Ach ja, weil ich da Verräter-Meldestelle gesehen habe. So. Da braucht man nicht durchgucken. Glaube ich jedenfalls. Das bringt uns wahrscheinlich auch nichts. Der Warenautomat. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Ja, ich auch nicht. Okay. Darf mal durchs Teleskop schauen. Ich kann es benutzen, um die Wunder der Galaxis zu bestaunen. Dann mach es. Bitte. Okay, ihm scheint sich nichts verändert zu haben. Und ich muss meinen kleinen Husten hier jeweils entschuldigen. Bin ein wenig erkältet. So eine Kaffee-Omno-Tasse haben wir. Aber wir brauchen... Wie gesagt, ein Bild. Wir gehen da jetzt nochmal rein. Und falls das jetzt immer noch nichts bringt, gehen wir mal zurück zu Dolores, die uns vielleicht Geld leihen kann. Molly! Ach, halt's Maul. Molly! Ja, komm, spring runter. Zack, zack. Okay, da ist die Verräter-Meldestelle. Müssen wir jetzt auch nicht hin, denke ich. Der Pillenladen wird zu haben. Mal sehen, vielleicht kann Dolores uns weiterhelfen. Aber schön, dass im Zoo noch unsere Puppe ist. Und die Vogelscheuche. Metro News! Exklusivstory! Ich habe eine Idee. Dafür bräuchte ich aber alte Zeitungen. Die könnten stark genug sein, um mich zu tragen. Mhm. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo eine alte Zeitung finden. Nö.
Dolores mit Sam. Ja, vielleicht kann uns Dolores helfen. Was? Ich hatte eine Parkkralle, genau. Ich habe eine Parkkralle am Rad. Was soll ich tun? Floyd, wenn du zu uns gehören willst, dann musst du lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. Auf eigenen Füßen stehen, okay. Überleg dir, was ich an deiner Stelle tun würde. Ich hab's. Was? Ich weiß, was du an meiner Stelle tun würdest. Aha. Du würdest dein Problem einem anderen aufdrücken. Wirklich, Floyd, du hast noch viel zu lernen. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Hey, was ist mit Arnold? Er muss hier irgendwo sein. Wenn du ihn findest, hilft er dir bestimmt. Na gut. Ich wollte nur... ich gehe jetzt. Ja, das war nämlich ein Trigger. Wo ist Arnold? Ihr wisst das ja noch, er ist irgend so ein Simuloid oder wie sie ihn genannt haben. Und Exklusiv, kann sich halt teilweise unsichtbar machen. Beziehungsweise seiner Umgebung anpassen, genau wie ein Chamäleon. Und wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, weiß ich sogar noch, wo er ist. Nämlich da, hinten. News. Komm, mach hin, Floydin. Da ist er. Seht ihr ihn? Da. Genosse Floyd, bist du das? Hm? Hierüber. Arnold, ich habe dich gesucht. Im Moment bin ich undercover. Was gibt's? Nun ja, mein Motorrad steht im Dockingbereich. Und zwar mit Parkkralle. So? Ärgerlich. Aber mit ein bisschen Ablenkung kannst du es dir bestimmt wiederholen. Ablenkung, genau. Daran habe ich auch gerade gedacht. Kein Problem, Genosse. Ich kontaktiere einen unserer Sympathisanten. Wir arrangieren einen kleinen Unfall. Achte auf einen Frachter mit der Nummer K1CKA55. K1CKA55, okay. Ich verschwinde jetzt lieber. Hasta la vista, Genosse. So. Und jetzt gehen wir doch mal wieder da hoch. Weil ein Aussichtsturm, da können wir Ausschau halten, wie naheliegend. Aber bevor wir das machen, machen wir einen ganz kurzen Schnitt. Und sind gleich wieder da. Also bis gleich, Leute. Tschüssi.